Unter anderem diese Themen sind am Mittwoch in RTV Kompakt vorgesehen. Gefräßige Konkurrenz. Mäusepopulation bereitet Bauern Sorge. Gesamtdeutsches Heulen. Sirenensignale bringen Ernstfall näher. Und gegossene Klangkörper. Jöhstadt feiert neue Bronzeglocken. Glück auf! Waren Sie in letzter Zeit mal bei unseren unmittelbaren Nachbarn jenseits der Grenze? Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Corona-Situation in Tschechien besorgniserregend genannt. Grund ist die gestiegene Zahl an Neuinfektionen. Das Land zählte allein am Montag 563 Neuinfektionen. Seit dem 1. September an gilt in Tschechien wieder in Geschäften und Einkaufszentren eine Maskenpflicht. Ich hoffe, dass Tschechien nicht zum Risikogebiet erklärt werden muss. Und wenn, dann nur die Stadt Prag, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Kraus. Von allen Seiten sei jetzt eine besondere Achtsamkeit nötig, sowohl von den Arbeitspendlern aus Tschechien als auch von Deutschen, die nach Tschechien reisten. Die schlechteste aller Regelungen wäre eine erneute Grenzschließung durch Tschechien, sagte der Erzgebirger Kraus. Alle Signale deuteten jedoch darauf hin, dass es dazu nicht mehr komme. In einem Grenzort beginnen auch unsere Nachrichten jetzt im Überblick. Die evangelisch-lutherische St. Salvator-Kirchgemeinde Jöhstadt hatte am 1. September-Wochenende doppelten Grund zum Feiern. Das Kirchweihfest fiel im Jahr 2020 mit der Weihe der neuen Bronzeglocken für das Gotteshaus zusammen. Bis die drei Glocken an der Kirche einzeln vorgestellt und angeschlagen wurden, wurden sie von vielen Jöhstädtern sowie Gästen aus nah und fern in Augenschein genommen. Am Sonnabend gab es nach mehr als 100 Jahren wieder einen Kirchenglockentransport mit der Eisenbahn im Preßnitztal. Die neuen Bronzeglocken wurden in den planmäßigen Personenzugumläufen der Preßnitztalbahn zwischen Steinbach und Jöhstadt befördert. Feierlich ging es dann am Sonntag zum Kirchweihfest weiter. Beim Festumzug wurden die neuen Glocken von einem historischen Traktor vom Jöhstädter Markt hinunter zur St. Salvatorkirche gezogen. Ein paar Worte zur Geschichte des Jöhstädter Geläuts. Bis Juli 1917 trug der Kirchturm ein Geläut aus Bronzeglocken. Im Zuge des Ersten Weltkriegs waren die Glocken demontiert und eingeschmolzen worden. Im Jahr 1919 bekam die Jöhstädter St. Salvatorkirche drei Eisenhartgussglocken als Ersatz. Die neuen Bronzeglocken wurden am 17. Juli 2020 bei der Firma Grasmeier in Innsbruck gegossen. Dort hatte zuvor das Künstlerehepaar Anke und Andreas Rudloff das Einzieren der Glocken vorgenommen. Die alten Glocken läuteten am 9. August zum letzten Mal. Die neuen sollen nach ihrer Weihe am 6. September durch Pfarrer Martin Seltmann dann erstmals am Reformationstag am Ort ihrer Bestimmung erklingen. In Annaberg-Buchholz werden vom 15. bis zum 17. September an den wichtigsten Straßen Verkehrszählungen durchgeführt. Das sind unter anderem die Kreuzungen B95, B101, B95 Geiersdorfer Straße, die große Wendeschleife im Stadtteil Buchholz sowie die Kreuzung Morgensonne.
Außerdem wird der Durchgangsverkehr in der Annaberger Altstadt und im Barbara-Uthmann-Ring ermittelt. Die Daten werden anonymisiert, sowohl durch Personen als auch durch automatische Messgeräte erhoben. Gezählt werden nur Fahrzeugtypen wie zum Beispiel Lkw, Pkw, Motorräder, Mopeds und Fahrräder. Das tatsächliche Verkehrsaufkommen stellt eine zentrale Größe für die Beurteilung der Verkehrssituation in Annaberg-Buchholz dar. Es bildet eine wichtige Basis für eine umfassende Verkehrsplanung. Mit den Ergebnissen sollen im aktualisierten Verkehrskonzept der Stadt Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur für den Zeitraum der nächsten 10 bis 15 Jahre vorbereitet werden. Auf den Feldern in Sachsen zeigt sich nach der Ernte ein großes Problem. Mit Sorge blicken die Bauern auf die Entwicklung der Feldmäusepopulation. Von weggefressenen Getreidestreifen bis zu Löchern, die dicht an dicht liegen, reicht das Schadbild. Selbst die Beutetiere können den Mäusebestand nicht reduzieren. Dazu Thorsten Kraftschick, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes. Bei der Mäusepopulation wissen wir eigentlich, dass wir alle 5-6 Jahre immer eine Population haben, mal eine starke Population, dann nimmt das wieder ab. In diesem Jahr ist die Besonderheit, wir hatten im letzten Jahr einen sehr milden Winter, uns fehlten die Frostereignisse im Winter und die Niederschläge, sodass diese Population auch ein Stück weit verdünnt wurde. Und momentan explodieren uns die Mäuse, vor allen Dingen an den trockenen Standorten, an den leichten Standorten. Das führt dazu, dass wir unmittelbar ein Konkurrenzverhalten haben. Die Bauern kämpfen zusammen mit der Mäuse um eine dieselbe Ernte und insofern ist das eine große Herausforderung in den betroffenen Regionen. Unumgänglich werde deshalb laut Sächsischen Landesbauernverband eine sachgerechte chemische Mäusebekämpfung im Einklang mit dem geltenden Pflanzen- und Naturschutzrecht. Für viele meiner Kollegen ist das angesichts der aktuellen Lage existenziell, so Bauernpräsident Thorsten Kraftschick. In Ehrenfriedersdorf durchbrach am Dienstag ein Pkw eine Kontrollstelle der Polizei. Beamte der Bundespolizei konnten den Flüchtigen allerdings rasch in der Ortslage stoppen. Der Grund für die Flucht des 24-Jährigen war schnell klar. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. In Zschopau lotsten Polizisten einen Pkw fort von der B174 zu einer Kontrollstelle. Im Wagen befanden sich zwei Frauen im Alter von 33 und 46 Jahren und ein 52-jähriger Mann. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass die 46-Jährige und der 52-Jährige zur Fahndung ausgeschrieben waren. Gegen die beiden tschechischen Staatsangehörigen lagen Vollstreckungshaftbefehle vor. Zudem fanden die Polizisten in den Taschen der beiden mehrere Clip-Tütchen mit weißen Substanzen darin. Die Schnelltests reagierten positiv auf Amphetamine. Polizei, Bundespolizei und Zoll hatten am Dienstag mit einem Großaufgebot im Erzgebirgskreis und dem Vogtlandkreis einen Schwerpunkteinsatz zur grenzüberschreitenden Kriminalität durchgeführt. Wer neuerdings in Aue-Bad Schlema auf ein Schild Lebensraum Wiese trifft, erfährt auf der Tafel, dass er oder sie an einer naturbelassenen Wiese steht. Diese Wiesen werden nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht und Mähreste erst später entfernt. Laut Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema sollen dadurch verschiedenste Lebensformen und Arten geschützt werden. So bleibt der Aufwuchs auch in der kalten Jahreszeit stehen, um ein Überwintern von Insekten an stehenden Pflanzen zu ermöglichen. Solche naturbelassenen Wiesen sind in Bad Schlema vor dem Betriebshof und an der Wiese vor dem Bad Schlema Bahnhof zu finden. Außerdem wurde vom städtischen Bauhof ein Schild auf der Wiese zwischen Solinger Straße und Kohlweg aufgestellt. Fast 200 Tage liegt das letzte Spiel des Handball-Zweitligisten EHV Aue in der Erzgebirgshalle Lößnitz zurück. Am Sonnabend, 17 Uhr, wird nach so langer Zeit wieder eine Partie angepfiffen. Im ersten Vorbereitungsspiel treffen die Erzgebirge auf den Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV. Das Hygienekonzept des EHV macht es möglich, sogar vor Zuschauern. Am Sonnabend will man es mit maximal 300 Zuschauern testen.
Die Tageskasse öffnet am Sonnabend 16 Uhr. Aufgrund der unbedingten Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen kann es an der Tageskasse zu längeren Wartezeiten kommen. Daher sollte der Vorverkauf am Donnerstag von 13 bis 15 Uhr und Freitag von 12 bis 14 Uhr an der Kasse am Haupteingang der Erzgebirgshalle genutzt werden. August Max Schreier, der Verfasser des erzgebirgischen Volksliedes Der Vogelbeerbaum, wurde am 7. September vor 175 Jahren geboren. Auf dem Schatzenstein zwischen Grünhain und Elterlein erinnert seit 1987 eine Gedenktafel an Schreier. Der Ort ist mit Bedacht gewählt. Schreier war 1887 ins Erzgebirge zurückgekehrt. Er hatte die Oberförsterstelle in Grünhain übernommen. Die Gedenktafel auf dem Gipfel des Schatzensteins wurde aus Anlass des 100. Jubiläums des bekannten und beliebten Liedes vom Vogelbeerbaum 100 Jahre nach Schreiers Dienstantritt im Forstrevier Grünhain in den Fels eingebracht. Am Donnerstag findet der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung statt. Wir hatten gestern schon mal drüber gesprochen. Dazu werden in ganz Deutschland Warn-Apps piepen, Sirenen heulen, Rundfunkanstalten ihre Sendungen unterbrechen und Probewarnungen auf digitalen Werbetafeln erscheinen. Unsere Kollegen vom Mittelerzgebirgsfernsehen haben dazu mit Pressesprecher Paul Scharschmidt vom Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge gesprochen. Hier spricht der Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge. In Deutschland findet heute der Warntag 2020 mit einem bundesweiten Probealarm für alle Warnmittel statt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Ich wiederhole, es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Ende der Durchsage. Der erste Warntag soll stattfinden, um die Bevölkerung zu sensibilisieren zum Thema Alarmierung der Bevölkerung bei einem Großschadensfall, bei einer Katastrophe oder Ähnlichem. Das können beispielsweise sein Gefahrgutunfälle, wo Stoffmengen austreten, die für die Bevölkerung ein Problem darstellen, bei Großbränden, wo es zum Austritt von giftigen Gasen kommt. Das können aber auch Naturkatastrophen sein, wie Hochwasser oder schwere Sturmlagen und vieles mehr. Genauso möglich auch, um Terrorwarnungen und solche Sachen mit rüberzubringen. Und es wurde gerade bei uns hier im Osten auch zu DDR-Zeiten sehr intensiv dieses Thema immer wieder gelehrt, auch an den Schulen. Und es ist in den letzten Jahren aber zunehmend untergegangen. Vor allem wurde lange überlegt und geforscht und gesucht, wie können wir denn die Bevölkerung noch informieren. Es gibt zum Beispiel die Warn-App Nina, die kann sich jeder aufs Handy laden, das empfehlen wir auch. Aber diese App funktioniert natürlich auch nur, wenn die Infrastruktur dazu da ist. Also sprich, bei einem Stromausfall oder Internetausfall würde das nicht gehen. Und deshalb gibt es hier im Erzgebirgskreis beispielsweise aktuell 362 Sirenen. Das hat mir heute nochmal die Regionalleitstelle in Chemnitz bestätigt, die also so im Durchschnitt ja jeder Ort ein bis zwei Sirenen hat und darüber auch spezielle Warntöne ausgegeben werden können. Viele kennen vom Samstagvormittag um 11 den einen Ton, der aufheult. Viele kennen auch die drei Töne, die auf Abschwellen kommen, wenn es zu einem Feuerwehreinsatz geht, wenn die Einsatzkräfte darüber mit alarmiert werden. Und was am 10. September genau 11 Uhr zu hören sein wird, ist ein Ton, der eine Minute lang geht und zwar auf- und abschwellend. Und dann 11.20 Uhr, 20 Minuten später, wird es nochmal eine Minute lang einen Dauerton geben zur Entwarnung. Außerdem wird man zum Beispiel mit Feuerwehrfahrzeugen unterwegs sein in Kommunen und wird Lautsprecherdurchsagen machen, so wie wir das vorhin testweise schon mal gemacht haben, um zu testen, wo sind gute Standorte in meinem Ort, wo hören mich die Leute, wo kann ich auch prekäre Situationen an die Bevölkerung rüberbringen. Weiterhin besteht die Möglichkeit über Rundfunkanstalten. In Sachsen ist das vor allem das MDR, was hier gebunden ist mit einem Staatsvertrag, was hier dann sofort Warnungen rausgibt. Diese Informationen gehen aber auch an sämtliche andere Medien. Die sozialen Netzwerke können da genutzt werden oder auch Werbeanzeigetafeln an Straßen. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, worüber man informieren kann und soll. Das nennt sich modulares Warnsystem.
MUVAs, was hier deutschlandweit verwendet wird, wo es eine ganze Menge Module gibt, die hier halt dazu genutzt werden, um die Bevölkerung zu warnen, aber auch um wieder entwarnen zu können. Und wir möchten das Thema gern rüberbringen, damit die Bevölkerung wieder weiß, dass es sowas gibt, für was diese Töne da sind, dass man sich das auch vielleicht mal nachliest im Internet. Es gibt jede Menge Informationen auch dazu, die man über eine Google-Suche beispielsweise findet, wenn man einfach mal Warntag eingibt. Und auch wir haben auf unserer Seite www.kfv-erz.de Informationen dazu eingestellt, genauso wie das Landratsamt des Erzgebirgskreises. Und hier ist es wichtig, so hat uns das auch nochmal der Sachgebietsleiter Katastrophenschutz, der Markus Hähnel, gesagt, dass die Bevölkerung sich damit beschäftigt, dass man weiß, auf welche Signale man achten muss. Was ist der Ton für mich, für die Bevölkerung, also dieses Auf- und Abschwellende eine Minute lang und dann die Entwarnung. Na, und was sind Töne, die zum Beispiel die Einsatzkräfte unbedingt kennen sollten? Was sollte man nun selbst tun? Zum einen Rundfunkgerät einschalten und lokalen Sender einstellen. Achten Sie auf Nachrichten und Durchsagen. Informieren Sie Ihre Nachbarn, Passanten und Angehörigen über die Durchsagen. Helfen Sie Älteren und Menschen mit Beeinträchtigungen. Befolgen Sie die gegebenen Anweisungen. Telefonieren Sie nur in dringenden Fällen und fassen Sie sich kurz. Hilfskräfte sind auf Telefonverbindungen angewiesen, besonders auf freie Mobilfunknetze. Wenn Sie nicht von Schäden betroffen sind, dann bleiben Sie den Schadensgebieten fern. Schnelle Hilfe braucht freie Wege. Einmal ist kein Mal. Wird es eine Wiederholung dieses Warntages geben? Ja, das ist auf alle Fälle gedacht so. Es gibt auch schon einen entsprechenden Vertrag aus der Innenministerkonferenz darüber und man hat sich darauf geeinigt, zukünftig jeden zweiten Donnerstag im September jeden Jahres diesen Warntag durchzuführen, um das Thema auch immer wieder in die Köpfe der Bevölkerung zu bringen. Und auch heute werfen wir wieder einen Blick auf den Veranstaltungskalender. Das erste Konzert im 58. Konzertjahr der Stolberger Meisterkonzerte erklingt am kommenden Sonnabend. Es steht unter der Überschrift Eurovisionen. Gespielt wird Europas Barockmusik für Mandoline und Laute durch das Duo Ahlert und Schwab. Birgit Schwab und Daniel Ahlert musizieren seit 1992 zusammen und haben seitdem Hunderte von Konzerten in Europa und den USA gegeben. Das Konzert beginnt 16.30 Uhr in der Aula im Karl-von-Bach-Gymnasium Stolberg. Weitere Informationen unter stolberger-meisterkonzerte.de. Am 1. Juli 2020 jährte sich zum 75. Mal der Tag, an dem die ehemals selbstständigen Städte Annaberg und Buchholz zur Stadt Annaberg-Buchholz zusammengeschlossen wurden. Vor diesem Hintergrund lädt am 11. September eine besondere Stadtführung mit Nachtwächter Rainer Eckel ein. Gestartet wird um 17 Uhr im Stadtteil Annaberg am ehemaligen Buchholzer Tor, dem ehemaligen Standort des Annaberger Stadtgründers Herzog Georg. Danach geht es zu markanten historischen Orten und Schauplätzen, die von der Geschichte der beiden unverwechselbaren Stadtteile erzählen. Die Führung endet auf dem Marktplatz von Buchholz am Denkmal Friedrich des Weisen, dem Buchholzer Stadtgründer. Danach ist noch ein Besuch der Katharinenkirche möglich. Wichtig ist, dass sich Teilnehmer bis zum 11. September 15 Uhr unter der Telefonnummer 03733 194 33 beziehungsweise per E-Mail unter tourist-info@annaberg-buchholz.de bei der Touristinformation Annaberg Buchholz namentlich anmelden. Ein Termin noch zum Vormerken. Im Städtebund Silberberg wird wieder eine Museumsnacht vorbereitet. Termin ist wie seit vielen Jahren der 2. Oktober. 25 museale Einrichtungen in Auerbad Schlema, Lauterbernsbach, Lösnitz, Schneeberg und Schwarzenberg nehmen teil und versprechen erlebnisreiche Stunden. Der Internetauftritt zur Museumsnacht ist unter www.museumsnacht-silberberg.de einsehbar. Hier können alle Einzelveranstaltungen aufgerufen werden. Flyer zur Museumsnacht im Städtebund Silberberg sind in Rathäusern, Gästeinformationen und Museen zu finden. Wir sind am Ende der Sendung. Nochmal der Hinweis, erschrecken Sie nicht, wenn am Donnerstag die Sirenen heulen.
Stichwort deutschlandweiter Warntag. 11 Uhr. Der wird auch mich beschäftigen, deswegen ist morgen Carsten Blechschmidt für Sie im Studio. Von mir gibt's ein herzliches Glück auf mit auf dem Weg und wir sehen uns in ErzTV zum Wochenende.